So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Titan Quest The Epic Johnny. So, ja, wo sind wir stehen geblieben? Im Grab von Ramses. Und ich bin mal wirklich neugierig, ob wir den Ramses vielleicht auch tatsächlich mal begegnen in mumifizierter Form. Wir hatten ja in einem anderen Grab auch einen mumifizierten Helden entdecken können. So, auf jeden Fall sind wir im richtigen Grab. Das wissen wir, um in der Hauptstory einen Schritt weiter zu kommen. Und ich halte mich hier entgegen dem, was ich am Anfang dieses Let's Plays verkündet habe, doch etwas länger auf, um etwas zu leveln. Wir sind ja mit diesen Monstern auf einer Stufe in der Zwischenzeit, sodass auch der Verbleib sich etwas lohnt. Und ich weiß nicht, ob ich das schaffe, am Ende dieses Let's Plays auf Stufe 70 zu kommen. Das wäre vielleicht mal das Ziel, um dann auch auf legendär weitermachen zu können. Aktuell ist es immer noch so. Ups. Ja, beschäftigt ihn jetzt mal ein bisschen. So, was wollte ich sagen? Ich will ja auf legendär nachher auch etwas weiterkommen. So. Also das mit diesen Mana, das bereitet mir da doch ein bisschen Kopfzerbrechen, ob ich das nicht ein bisschen optimieren könnte. Aber ich glaube, ich optimieren könnte ich das nur hier mit diesem dunklen Bündnis, ne? Energieregeneration 6 pro Sekunde. Das ist, glaube ich, die einzige Art und Weise, auch ohne Tränke an mehr Mana zu kommen. Ich glaube, das hatte ich schon mal erwähnt. Das ist mir ein bisschen zu schade. Dort diese Fähigkeitenpunkte zu verschwenden. So. Der Sorkofork. Eine verzauberte, weiß ich, was das war. So, ja, die nehmen kann man, die klappern wir mal ein bisschen ab. So, und ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich mal wieder so 1, 2, 3 Aufnahmen. Oh. Sehr schön. Also, Hatte ich erwähnt in der letzten Folge, dass die Phalanx aktuell mich ganz gut unterstützt. Also nicht nur Gegner ablenkt von mir, sondern wirklich dabei unterstützt, den Gegner ja zu beseitigen. So. Gucken wir mal in dieser königlichen Truhe. Da scheint wieder auch nur Gold. So, Anubis. Die Hälfte der Erfahrungspunkte haben wir schon wieder. Er ist ja mühselig, hier Erfahrungspunkte zu gewinnen. Und in einer Folge hatte ich auch gesagt, es ist nicht ideal, hier drauf zu gehen. Die Punkte, die man dann dadurch verliert, sind hart erkämpft. So.
So. War hier eigentlich der Telkine? Hier in diesem Grab war der Telkine, ne? Ja. So. Der zweite Telkine auf Episch. Ich glaube, mit den ersten hatten wir keine Probleme oder wenig Probleme. Sind wir schon hier? Sind wir schon da? Ich glaube, ich hatte es immer. Ich hatte es noch nie benutzt. Ne? So, dann gucken wir mal, was der Telkine. Mit was er aufwartet. So. Ich schaue erstmal auf meine Gesundheitsanzeige. Ich versuche es auch ohne die Kolossform erst einmal. So, die Hälfte ist weg. Auf 58 ist er. So, jetzt sind die Hunde da. Ich glaube, die Widerstände sind ganz gut. Der belegt uns hier mit Feuer. Glaube ich, Gesundheitstrank habe ich jetzt dreimal eingesetzt. Jetzt das vierte Mal, einfach nur aus Sicherheit. Okay. Eine Keilschrifttafel. So. Was haben wir da? Tak Mla. Mechanische Garmaschen. Naturmeisterschaft. Eins auf alle Fähigkeiten der Naturmeisterschaft. Es ist kein Set-Gegenstand. Braucht sehr viel Intelligenz. Also ist nichts mal wieder für unseren Charakter. So, ich glaube, das war's. Wir kehren mal zurück zum Tal der Könige. Also noch nicht nach Theben zurück, weil, Leute, ich würde gerne noch die anderen, also Ramses haben wir nicht gesehen, vielleicht auf Legendär, vielleicht auf Legendär. Wir gehen jetzt mal in die andere Richtung und erforschen noch die ein, zwei, die anderen Gräber. Das machen wir einfach mal. Hier kommt da gar keiner raus. Doch. Ja, in der letzten Folge habe ich erklärt, Ameisen, Löwen, dass jeder von euch auch vielleicht so mal beobachtet hat oder das kennt. Die sehen, glaube ich, auch so ähnlich aus. So, ach, zwei Knochenhaufen haben wir. Ja, in der letzten Folge habe ich auch berichtet, warum eine Woche lang keine Folgen kamen. Ich war da wirklich etwas nachlässig. Zumindest was die Aufnahmen betrifft. Eigentlich hatte ich ja auch vor, rechtzeitig genügend Folgen aufzunehmen, um die paar Tage, wo ich nicht da war, zu überbrücken. So, tut mir's. Aber das ist mir nicht gelungen, sind noch andere Sachen gewesen, die wichtig waren zu erledigen. Und so viel ein paar Tage. Aber das hole ich jetzt alles nach. Das hole ich so gut, wie es mir möglich ist, nach. So, die erste Folge hatte ich auch 30 Minuten laufen lassen. Die anderen, die jetzt zwei, drei, was ist das hier, Folgen, macht das mal schnell. Werde ich mal nur 20 Minuten laufen lassen? So. Okay, machen wir mal weiter. Wir lassen die Nebenkammern jetzt mal weg, oder?
Aber das bringt nun mal wertvolle Punkte. So. Einer von euch hat ja mal den Hinweis gegeben, wenn es um Leveln geht. So. Ja, die sind wirklich nur für den Nahkampf geeignet. So. Nehmen wir uns mal der Hauptkammer. Eine königliche Kiste. So, hier haben wir wieder einen. Einen Helden. So. So, gleich haben wir aber... So, da bin ich jetzt mal gespannt hier. Diesen Helden hier. Ob wir den mit der Phalanx wegkriegen. Da reicht natürlich... Oh, ja! Schaffen sie. Schaffen sie. Sehr gut. Stimmt ja, die haben ja seit dem letzten Update akustische Signale hinterlegt. Jetzt ist ein blauer Gegenstand gefallen. Hilft uns mal wieder relativ wenig, weil viel Geschicklichkeit erforderlich ist. Verleiht die Fähigkeit Adrenalin. Na ja, doch, eigentlich schon, ne? Weil Adrenalin ist ja eins unserer Fähigkeiten, die wir hier drauf haben. Aber eigentlich wäre das was für einen anderen Charakter. Ne? Sonst ist es ja doppelt gemoppelt. Adrenalin haben wir ja hier mit drauf. Ne? Das hier. Quasi gut ausgebaut. Nicht perfekt, aber gut ausgebaut. Und dies jetzt durch einen Gegenstand zu erhalten, hilft ja nicht unbedingt viel. Okay. So, gehen wir wieder raus. So ein, zwei Gräber haben wir noch. Oh, jetzt sind wir draußen. Genau. Ich schau mal kurz auf der Karte. Ja, hier ein, zwei Gräber, glaube ich, noch und das war's. Und dann machen wir in der Story weiter. So. Ja, hier gab es die Verbindung, ne? So. Eigentlich muss ich hier... Muss ich dahinter stehen? Okay, das war's. So. Ja, ich sage, das war's mit den Kammern. Und ich gehe trotzdem wieder mit rein. In Nebenkammern. Hier unten schaut man das bisschen gelb hier. Das ist schon eine ganze Menge. Oh, Knochenhaufen und königliche Truhe. Ja, ein grüner Gegenstand. Ah, hier haben wir noch einen. Oh. So.
Weiter geht's. So, hier haben wir wieder ein paar Wächter zu stehen. Oh. Stehen hier genau im Feuer drin, ne? Statue oder ähnliches drauf. Was? Hier ist nichts. Okay. Da haben wir doch noch zwei Gräber vor uns. Oder? Ja. So. Jawohl. Ich glaube, das ist 1:1 das, was wir auch unter Normal gemacht haben. So. Kampfmarkierung. Das ist immer wieder schneller, ne? Ja, schön. Verbraucht allerdings dann auch natürlich mehr Energie. Prinzess. Komm mal her. Na komm mal. Das könnte ich auch mal wieder austesten. Ob alleine die Todesstrahlung ausreicht, um den Gegner zu erledigen. Falls einmal die Energie ausgeht. Ja. Komm, ich hole mal noch mal welche hier zusammen. Ah. Kann ja mal warten. Ich lasse das mal. Aber hier, die Gesundheit, die geht ganz schön zurück. Hilft nicht. Die sind dann schon relativ stark. Also einfach nur noch stehen ist nicht mehr. Oh. Ich habe was gehört. Was sind das? Kriege-Halbstiefel. Die könnten doch... ein Set-Gegenstand. Aber davon haben wir noch gar nichts, oder? Eine Kriegerrüstung? Ne, eine Kriegerrüstung haben wir noch nicht. Inbrunst. 26 auf Bewegung. Aber was haben wir hier? 52 Verteidigungsqualität. Gute Bewegung haben wir. Und das Einzige... Na, Durchschlags... Widerstand haben wir. Wir verlieren aber extrem viel an Giftwiderstand. Ich glaube, das lohnt sich dann erst, wenn wir noch ein, zwei Gegenstände finden. So. Mal schauen, was wir in den Schreinen drin haben. Drei Gesundheitstränke. Wieder ein Sarkophag. Ups.
Okay, haben wir eine königliche Truhe noch und einen Sarkophag. Und den öffnen wir erst in der nächsten Folge. Und dann schauen wir uns hier, geht ja der Gang mit weiter. Dann schauen wir uns noch das nächste Grab in der nächsten Folge mit an. Und dann folgen wir der Hauptquest weiter. Ja, bis dahin, macht's gut.